You are not prepared. Ja, hallo liebe Leute, Shyami hier und willkommen zu einer weiteren Folge vom Jäger Let's Play. Wir sind das letzte Mal hier stehen geblieben nach der verzweifelten, nach dem verzweifelten Versuch hier unsere Geisterbestie zu zähmen. Vielleicht steht sie eher als Provokation jetzt wieder hier. Ja, ist immer noch da, okay. Aber jetzt weiß ich wenigstens, dass ich die ab 90 zähmen kann. Das heißt, irgendwann holen wir uns so ein Ding. Einfach nur, um alle zu sammeln. Aber wie gesagt, ich mache auf jeden Fall für die Jäger dann noch Guides, wo es die einzelnen Begleiter gibt, wie diese speziellen mechanischen Begleiter, die ganzen Geisterbestien und so weiter und so fort. Das ist sicher für viele von euch natürlich sehr, sehr interessant. Vor allem für diejenigen, die von euch natürlich den Jäger als Main-Klasse spielen. Jetzt explodiert hier erstmal die halbe Mine. Und genau, jetzt müssen wir in die Mine rein. Da haben wir schon den guten Haoman, den befreien wir hier mehr oder weniger. Befreit 8 Grünsteine Bergarbeiter. Das machen wir natürlich für den. Das ist natürlich wieder cool vertont, aber wir müssen hier natürlich diese kleinen Steine-Bestien hier oder diese Steinspinnen killen und nebenbei diese ganzen Bandanen hier befreien. Können wir einfach reinspringen? Ja, können wir einfach reinspringen. Natürlich gibt es ja auch ein paar von diesen größeren Spinnen. Können wir ein bisschen kiten hier. Das lauen wir einfach weg. Wobei, jetzt steht auf der anderen Seite auch noch eine. So, jetzt aber. Jetzt passt. Und hier genau, hier gibt es natürlich auch die Spitzhacke. Vielleicht finden wir die gerade durch Zufall. Denn hier scheint mir nicht ganz so viel los zu sein. Zumindest lebt hier relativ viel von den Trash-Mobs hier. Das heißt, vielleicht sehen wir gerade zufällig einfach mal diese Spitzhacke. Ich hab sie zwar schon, aber ich will euch irgendwie so ein Item zeigen. Und ich will euch natürlich auch nach wie vor dieses Cinematic am Ende von dem Gebiet zeigen. Ich hoffe, dass wir wirklich endlich mal so weit kommen, damit ich euch das mal endlich zeigen kann. Das gibt's halt echt nicht mehr. Genau, dann befreien wir den hier noch. Und dann rushen wir hier weiter durch. Jetzt ist nach wie vor, zumindest zum Zeitpunkt von dem Recording, ist noch nicht 7.2, weil ich arbeite hier gerade ein bisschen vor, damit dann bei 7.2 für die Streams ein bisschen mehr Zeit ist, weil es natürlich dementsprechend viele Leute gibt, die dann irgendwie Fragen haben oder sonst irgendwas. Kennen wir den hier noch, aber gut, jägertechnisch verändert sich jetzt nicht so viel, dass es irgendwie relevant wäre. Aber nichtsdestotrotz machen wir hier weiter. Brauchen dann den hier noch. Was haben wir hier noch? Hier haben wir, da unten. Zumindest hier habe ich meine Hacke irgendwo gefunden, wenn ich mich nicht irre. Hier liegen auch mehrere dieser Items immer so am Boden rum. Beziehungsweise hier liegen sehr viele dieser Hacken so am Boden rum. Deswegen kann man sich hier gleich mal ein bisschen vertun. Sieht man ja hier. Sieht relativ gleich aus wie diese anderen Hacken. Aber von denen haben wir jetzt schon genug befreit. Das heißt, wir brauchen nur noch zwei von diesen... What the fuck hat mein Bogen gerade für Sounds gemacht? Das hörte sich gerade an wie ein MG. Ja, okay. Scheint nicht hier zu sein. Es gibt hier noch mehrere Spawnpunkte, aber jetzt extra nur wegen dieser Hacke, weil ich so fanatisch drauf bin, euch die zu zeigen, brauche ich jetzt nicht unbedingt hier die ganze Halle abzufahren. Aber egal, wir gehen nach draußen. Wir sind schon fast Stufe 88. Das heißt, wir sind auch hier in Pandaria schon wieder gerade mal nur ein einziges Gebiet unterwegs. Und es geht sich höchstwahrscheinlich aus, dass wir hier wieder 90 werden, bevor wir überhaupt ein anderes Gebiet hier besuchen. So derart wurden die EP damals gepusht. Das gleiche gilt natürlich auch für Cutter. Genau, hier sehen wir gerade zufällig einen, den Hammerboy. Liebes Gott, Hammerboy. Interessant. Ach genau, jetzt müssen wir hier mit diesem Wagen flüchten. Da brauchen wir uns nur hier reinzusetzen. Ich steck in dem Kristall drinnen. Wie halte ich mich fest? Ich steck halt im Boden. Aber, ups, jetzt bin ich, glaube ich, rausgetappt. Nichtsdestotrotz, wir müssen hier einfach diese Karre verteidigen. Ich glaube, die hat sogar HP, oder? Nee, doch nicht. Er hat HP. Ah, nee, die Karre hat auch HP. 56 gerade mal. Das heißt, wir müssen einfach aufpassen, dass hier dementsprechend natürlich die Karre nicht down geht. Wobei, die attackieren immer instant uns. Das sollte also kein Problem sein. Wir sehen auch hier drüben noch eine Quest. Die sollte aber nicht weiter relevant sein für dieses Video, das ich euch unbedingt zeigen will. Haben wir hier oben als Allianz auch noch Quests? Ja, natürlich. Oh mein Gott, ich glaube, ich muss noch so viel machen, bis wir überhaupt zu diesem Video kommen. Das geht sich wahrscheinlich wieder nicht in dieser Folge auf. Aus natürlich. Auf. Das regt mich schon langsam ein bisschen auf. Ein bisschen aber nur. Nachdem ich mich schon seit 3 Folgen drüber beschwer. Nein! Was ein Erlebnis. Ich mag genau, der gute Haoman ist wieder zu Hause jetzt. Dementsprechend soll er das natürlich jetzt irgendwann mal abschließen, sodass dieses RP-Event hier endet. Nur für dich, meine Honigbärchen. Was für Honigbärchen? Es wurde auch Zeit. Haben wir's? Nenn mich nicht Schneelilie. Wir waren in riesiger Sorge um dich. Und die Lieferung ist nicht für mich, Hau. Der ehrenwerte Lehrensucher wartet auf. Oh, jetzt hat er ihr ein Küsschen gegeben. Er hat sie zwar gerade überverfehlt, aber egal. Du musstest Zuckerpelz.
Ich weiß, du warst besorgt. Tatsächlich musste mir dieser Fremdling helfen. Zwinkert euch verschmitzt zu. Okay, gut, dann gehen wir das Ganze hier ab und dann sehen wir, jetzt kommt hier gleich dieses nächste Bild. Das sehen wir hier schon. Wie gesagt, das schaltet sich hier immer nach und nach immer weiter frei. Sprecht mit Vorarbeit. Warte, habe ich jetzt ein Quest-Item vergessen? Unglücksjade. Grünstein-Verschlinger. Ich habe hier eine Quest vergessen, merke ich gerade. Das Schlangenherz. Warte mal, jetzt werden wir nach unten gebracht. Ja. Egal, ich mache jetzt trotzdem noch diese Quest hier oben. Normalerweise beim Schlangenherz unten sollte dieses Video kommen. Ich glaube aber trotzdem, dass wir noch die eine oder andere Quest vorher erledigen müssen. Aber das sehen wir gleich. Ich hoffe auf jeden Fall, dass wir jetzt endlich dieses Video sehen. Aber warum habe ich gerade echt vergessen, diese Quest hier unten abzuschließen? Irgendwie bin ich gerade nicht so extrem drinnen in den ganzen Questen, kommt mir vor. Normalerweise vergesse ich solche Sachen nicht. Wobei, letzte Folge glaube ich auch schon, oder? Letzte Folge war ich glaube ich auch mega am Brainlaggen. Hier mal einen, genau. Und da vorne haben wir noch einen. Genau, da brauchen wir die großen und die kleinen extra natürlich. So war's. Kann ich eigentlich reinfallen? Nee. Ach, hier ist sogar die Sichtlinie gesperrt, lol. Habe ich auch gerade erst jetzt gemerkt. Ich dachte eigentlich, dass sie in Pandaria eigentlich schon den größten Teil angepasst haben von den ganzen Sachen. Aber dem ist wohl nicht so. Dann sprinten wir natürlich ganz schnell wieder raus aus der Höhle. Jetzt sind wir wirklich fertig mit der Quest. Und anschließend können wir das Ganze hier gleich mal abgeben gehen. Dann hätten wir hier noch einmal diesen Auftrag. Wir können aber nicht nach unten fliegen, oder? Nein, ich glaube, ich muss das alles nach unten reiten. Okay, na gut, hilft nicht. Ich weiß nicht, warum jetzt dieses Fenster immer kommt. Ich habe Atlas Loot geupdatet und jetzt habe ich hier immer diesen grünen Kasten. Aber ich kriege den anscheinend nicht mehr weg. Wobei meine Updates haben vorher alle gebuggt. Das kann aber auch an dem morgigen Release von Patch 7.2 liegen. Oder beziehungsweise schon in dem letzten Wochen-Release. Falls ihr das Video erst... ihr seht das Video erst am Montag. Ich release das ja erst am Montag. Aber nichtsdestotrotz, Level 20, gute Arbeit. Wir sind in Stufe 88 jetzt schon. Das heißt, wir brauchen nur noch zwei Level und anschließend geht es endlich ab. Natürlich in den Tanan-Dschungel, das mir einfällt. Tanan-Dschungel Break-Quest, wo wir dann die Garnison und so weiter freischalten. Und ich versuche dann auch natürlich in Warlords of Draenor mit diesen Elixieren zu leveln. Ich muss natürlich erstmal schauen, ob es überhaupt noch Elixiere gibt, weil momentan werden die ein bisschen rare auf unserem Server. Die meisten haben die natürlich, wie ich zum Beispiel, gefarmt während des Winterhauch-Events, denn das ist momentan die einzige Quelle, plus das auch Schwarzmarkt-Auktionshaus, diese Elixiere überhaupt zu erbeuten, denn aus der Garnison wurden sie anscheinend entfernt, zumindest hatte ich persönlich nie wieder eine Mission davon. Das heißt, ich schätze mal ganz stark, dass man die aktuelle zumindest nur mehr von wenigen Quellen erbeuten kann. Und das andere Elixier funktioniert ja da gar nicht mehr. Das erste, was eine Stunde lang hält, das hätte ich nämlich noch, aber das funktioniert dort leider nicht mehr. Dann begeben wir uns einfach mal zum Schlangenherz und schauen wir mal, wie viele Quests werden hier markiert auf der Karte. Oh, einige. Aber ich kenne diese Quests hier gerade echt nicht mehr. Ich weiß nicht mal mehr, was wir da unten machen mussten. Ich weiß nur mehr... Aber warte mal, die meisten Quests kommen, glaube ich, erst nachdem das Video war. Aber ich will euch jetzt nicht spoilern, was hier gerade passiert, falls es gleich wirklich passieren sollte. Aber wir sehen auf jeden Fall schon mal die Schlangenstatue, die ist da vorne schon. Links daneben haben wir natürlich den Tempel der Jade-Schlange. Das kennen wir ja als Instanz oder wer vielleicht in Mists of Pandaria selber gespielt hat. Als Daily Hub für die himmlisch Erhabenen. Da sehen wir diesen sehr, sehr geil gemachten Tempel. Ich feiere den bis heute noch. Ich mag zwar generell diese asiatische Bauweise nicht, aber nichtsdestotrotz sieht das Gebiet trotzdem nicht schlecht aus. Meiner persönlichen Empfindung nach. Dann schauen wir einfach mal. Genau, hier unten sehen wir schon die ganzen Bandanen und so. Alles friedlich, alles am Leben. Viele Bäume mit Orangen oder was soll das sein? Ich schätze mal, das sind Orangen. Und dann haben wir hier so ein kleines Lager. Vorarbeiter Reike. Hallo. Dann ergeben wir das Ganze hier ab. Kriegen wir jetzt wieder 10.000 AP. Bring die Jade zu Historiker Din. Ah ne, okay, das ist hier. Ich wollte schon sagen. Genau, mit der Jade können sie natürlich hier diese... ich muss zum Gipfel. Ach so, mögen euch die Nebel beschützen. Wir fliegen da hoch. Diese Quests habe ich schon ewig nicht mehr gemacht. Als Mists of Pandaria rausgekommen ist, weiß ich, dass ich diese Quest hier in einem alles durchgemacht habe, weil ich die ganzen Erfolge natürlich immer mitmache, weil wenn Release ist, dann quest ich persönlich diese ganzen Gebiete einfach immer direkt aus, weil ich dementsprechend natürlich dann gleich die Erfolge alle mitnehmen kann. Und da kann ich mich noch ganz stark daran erinnern, dass ich das alles erledigt habe, aber ich kann mich nicht mehr daran erinnern, dass ich hier, oder was man hier bei diesen Quests gemacht hat, nämlich. Was Bauleiterin, hat jemand nach Jade gefragt? Was habe ich jetzt auf einmal... Hatte ich den gerade vorher schon drauf oder habe ich das nicht mitbekommen?
Dann müssen wir hier ein bisschen weiter nach unten. Kann ich diese Statue einfach nach unten laufen? Ich kann tatsächlich auf diese Jade-Statue einfach durch die Gegend spazieren. Ich hoffe, jetzt wird es nicht gleich irgendwo zu eng für meinen Taurin. Ich habe noch meinen... Ich habe noch meinen Sprung. Der war aber auch fast in die Hose gegangen. So, wo haben wir die anderen hier? Die sind, glaube ich, alle hier unten, oder? Ja, genau. Feldmeister Sava. Berichtet mir von euren Reisen. Ich habe hier eure Jade und dann haben wir nur noch einen, der steht noch da drüben. Das heißt, ich brauche die einzige. Ich dachte, ich muss das jetzt irgendwie rundherum abliefern. Ich hatte das echt schon nicht mehr im Gedächtnis. Ihr seid herzlich. Ich habe eine neue Jade-Lieferung. Gut, dann können wir das wieder abgeben. Dann können sie hier weiter ihre Statue restaurieren, glaube ich zumindest, dass sie das vorhaben. Hey Mann, wie diese Pandaren immer grinsen, wenn die irgendwas arbeiten. Können wir das hier abgeben? Sprecht mit dem ältesten Weisen. Die nächste Runde geht auf. Ja, sollte sich da drüben wieder befinden. Und dann fliegen wir hier, glaube ich, irgendwo hin. Wo ist er? Da ist er. Bringt mich zum Tempel, schätze ich. Ja, genau. Müssen wir zum Tempel rüberfliegen? Normalerweise müsste dieses Video gleich mal kommen. Ich mache euch, glaube ich, schon mega die Hoffnungen drauf. Und jeder ist immer wieder mega enttäuscht, warum das Video jetzt nicht kommt. Aber es passiert. Vertraut mir, es passiert gleich mal. Jetzt fliegen wir einfach hier rüber und dann können wir dann in den Jade-Tempel hier reinlaufen. Im Jade-Tempel selber kann ich mich nicht erinnern, dass so viele Quests waren. Aber das sind schon einige. Ich kann mich echt nicht erinnern, dass das so viele waren. Die meisten hier von Loremeister, die kommen normalerweise erst nachher, weil das Moving On müsste die letzte Quest hier überhaupt sein. Der Tempel ist, hört sich schon nach einer Instanzenquest an, aber jetzt sind wir gleich da. Ich glaube, der Loremeister oder der Lernmeister, mir der Name einfällt, zu Deutsch müsste uns natürlich gleich wieder eine Quest geben, wobei... Ah ne, wir müssen mit ihr reden, okay? Ältestenweise. Willkommen. Ja, eine Nachricht. Kommt das jetzt? Es ist soweit, oder? Ne, ich glaube, das ist was anderes. Nein. Aber das weiß ich gerade gar nicht mehr. Mit wem reden wir hier nochmal? Ach, jetzt haben wir die Quest im Tempel, glaube ich. Ich bin mir gar nicht mehr sicher, aber das ist nicht das Video, was ich meinte. Nein, das ist was anderes. Das ist nur so eine Überleitung. Das ist nur so eine Überleitquest. Aber dementsprechend können wir jetzt weitermachen und sobald wir das, glaube ich, abgeschlossen haben, kommt das dann wirklich. Das Leben sollte genossen werden. Genau, nehmen wir hier alles an. Hier, glaube ich, erfährt man mehr oder weniger die Story, warum diese Bosse hier überhaupt in dieser Instanz drinnen sind. Genau. Können wir das hier alles annehmen. Und für die Kleine müssen wir hier ein bisschen... Für die kleine Fei müssen wir hier ein bisschen Krawall machen. Und einfach mal diese Feuerwerke entzünden. Haben wir hier mal eins. Da drüben ist eins. Wo haben wir denn noch welche? Hier steht keins mehr irgendwie hinter, oder? Doch, da ist eins. Dass wir hier keins übersehen, denn ich glaube, die sind natürlich irgendwie genau abgestimmt in dem Falle. Ach, natürlich ist da vorne auch eins. What the fuck, Alter. Wie konnte ich das... Ja gut, das ist aber gemein platziert. Das siehst halt von hier aus echt nicht mehr. Dann schießen wir das hier noch ab. Da vorne waren, glaube ich, zwei Stück gleich. Dann war auch hier auch noch so ein Zahnrad. Genau, ich glaube, wir müssen die Schlangen fangen, oder? Achso, genau, das sind jeweils einzelne, die wir fangen müssen. Wollen wir die auch nur anklicken, dann haben wir schon mal eine. Dann gehen wir zuerst mal links rein, schauen mal, was da drinnen noch ist. Haben wir hier noch irgendwas? Nee. Können wir natürlich unseren Sprint aktivieren. Hier ist noch alles ganz in Ordnung im Tempel. Alles friedlich. Dann die Wasserteufel, müssen wir die töten? Ich glaube, die müssen wir töten. Ich glaube, die droppen irgendwas für uns. Aber wir sind ja mehr als genug. Genau, der weiße Mari ist hier auch noch auf unserer Seite. Die bekämpfen wir ja dann alle, wenn wir hier in der Instanz mehr oder weniger uns durchkämpfen. Ich dachte gerade, ich habe mit Tab den anderen ins Visier. Ja, nichtsdestotrotz, passt schon. Tab-Targeting ist erst morgen gefixt. Oder letzte Woche, je nachdem. Dann erkennen wir den hier noch. Irgendwo muss es drinnen sein, komm. Das gibt es nicht. Sonst bombe ich jetzt, wenn es hier nicht drin ist, bombe ich da oben jetzt rein. Komm mit der. Alles an. Mehrfachschuss. Alle her zu mir. Rakete. Ganz vergessen, dass ich die noch habe. Da haben wir es schon. Stab des Seers, das können wir gleich beim Guten wieder abgeben. Ich glaube, dann dürfen wir nämlich hinten rausgehen, oder?
Sprech mit dem ältesten Weisen, renn zu in der Nähe des Hofs. Genau, dann können wir das hier wieder annehmen. Hier muss ich, glaube ich, nichts mehr machen, wenn ich mich nicht irre. Nein, aber genau, jetzt ist diese Tür hier offen. Und da haben wir natürlich auch gleich wieder diese Feuerwerksdinger. Ich glaube, das sind doch mehr. Ja, das sind bei weitem mehr. Okay, die hätte ich gar nicht entzünden müssen, alle genau. Wir haben mehr als genug, die wir entzünden können. Darf ich hier drinnen fliegen? Ich glaube nicht. Ich glaube, dass wir hier in einem Szenario sind, ja. Ach, ich kann hier generell nicht fliegen. Hier, da war ja was. Was brauchen wir noch? Verspielte Azurschlange. Warte mal, war die auch noch da drinnen? Ich habe gerade mega nicht aufgepasst. Habe ich die gerade übersehen? Ich glaube, die ist irgendwo draußen, oder? Ach, da vorne ist sie. Ich denke mir schon, weil hier wird es markiert, da vorne ist sie. Ja gut, hier ist noch eine Markierung. Warum wird das doppelt markiert? Egal. Zweite haben wir auch. Wo müssen wir noch hin? Dann Feuerwerk haben wir, das haben wir. Die zwei anderen Schlangen haben wir noch. Das heißt, ich glaube, wir müssen trotzdem immer wieder hinten reingehen. Hat er nicht gesagt. Wir müssen trotzdem wieder hinten reingehen, weil sonst ist natürlich vorne, glaube ich, eine Tür offen. Dann müssen wir hier einmal im Kreis rennen. Oder darf ich hier drüber springen? Nein. Man hat schon gesehen, wie die Kamera nämlich ranzoomt. Das heißt, dass hier eine Wand ist. Oder? Ja, vielleicht mit Backjump oder mit Double Jump vom Demon Hunter geht es sich wahrscheinlich aus. Ich glaube, das ist gerade so hoch eine unsichtbare Wand gemacht, dass man als Normaler nicht drüber springen kann. Dann haben wir da unten noch eine dieser Schlangen. Aber hier auf der Seite kann man da drüber springen, oder? Genau, das weiß ich noch. Dann haben wir die Goldschlange. Dann können wir das hier abgeben. Das ist der gute Steinschritt, den sehen wir nachher auch noch in der Instanz. Vernichtet 8 was? Okay, machen wir einfach. Aber hier gibt es immens viel EP drinnen. Das ist gerade abnormal. Die ganzen Motten natürlich vernichten, damit die hier nicht die Bücher zerfressen. Das wollen wir nicht, dass die ganzen Bücher hier eingehen und die ganzen Schriftrollen, die hier drinnen sind. Und da drüben haben wir auch diese Items, die wir noch plündern müssen. Befallenes Buch. Ich glaube, da kommen dann diese, genau, Bücherwürmer kommen da raus, genau. Ich glaube, die sind überfett, wenn ich mich noch erinnere, oder? Ja, genau. Was ist das für ein Bücherwurm, Mann? Was zum... Kann ich da einfach drüber rennen oder die anklicken? Ach, ich kann die einfach... Ah, okay. Ach, da sind noch mehr drinnen. Die stehen alle ineinander. Warum sind diese Würmer ineinander? Ich will nicht wissen, was die da drin gemacht haben. Dann bauen wir den hier noch. Und den hier oben nehmen wir uns auch noch mit. Wunderbar. So, Bücherwürmer, kommt raus. Hier ist noch ein Buch. Wie kommen diese Würmer hier überhaupt rein? Alter, die sind halt größer als das Buch. Irgendwas stimmt hier drinnen nicht. Kein Wunder, warum hier alle durchdrehen dann. Auch wenn ich schon fertig bin, zerspringe ich trotzdem alle. Wie viele Motten brauchen wir noch? Eine noch, komm. Crit. Nice, 9,7k. Dann können wir das Ganze wieder abgeben. Dann brauchen wir nur noch unsere letzte verzauberte Schlange, die wir hier noch haben. Das können wir abgeben. Sprecht mit dem Ältesten, dann kriegen wir nochmal 10.000 EP. Alter, wie es dich hier mit EP zuhagelt hier drinnen, Mann. Ich glaube, du könntest hier drin sogar ein Elixier saufen. Dann wärst du halt wahrscheinlich instant Level 90. So, wo haben wir unsere letzte Schlange? Da ist sie genau. Die verspielte Burburwolkenschlange nehmen wir auch noch mit. Und dann können wir unsere... Sind es jetzt 4 Quests? Ich glaube 4. 2, die wir bei der guten Feier abgeben können und die anderen 2, die wir bei den jeweiligen Quest-NPCs oder bei dem einen noch abgeben können. Ich habe keine Angst vor euch. Hier kriegen wir nochmal 20.000, wunderbar. Zweimal sogar. Dann kriegen wir hier zweimal 10.000. So, bei Fei kriegen wir gleich die nächste. Hört der Jade-Schlange zu, okay? Ja, jetzt dürfen wir hier hineingehen. Kommt hier auch wirklich was Vertontes? Ich weiß es echt nicht mehr. Ich habe das, glaube ich, nur ein einziges Mal gemacht in Pandaria. Das verwundert mich nämlich selber gerade. Warte, ist sie die Jadeschlange? Nein, oder? Doch, sie lacht schon. Ja, ja. Gute Fei ist die grüne Jadeschlange. Du lachst. Aber es war notwendig. So jemanden wie euch haben wir in tausenden von Jahren nicht gesehen. Es war zwingend erforderlich, dass ich zunächst euer Herz auf die Probe stelle. Kommt und reitet mit mir. Es gibt etwas, das ich euch zeigen möchte. Okay, die entführt uns hier einfach mehr oder weniger. Führt uns hier irgendwo hin und will uns irgendwas demonstrieren.
Genau, jetzt fliegen wir hier auf ihrem Rücken durch die Gegend. Das Mount kann man sich jetzt auch vom MOP Time Walking holen, für alle, die diese Schlange die vielleicht haben wollen. Die Priester wagen es nicht, sich der Wahrheit zu stellen. Ich werde alt. Meine Zeit auf dieser Welt ist bald vorüber. Seht ihr die große Statue in der Ferne? Viele Jahre haben die Arbeiter sich dem Bau verschrieben und es ist fast vollbracht. Nur noch ein wenig mehr Jade, wie die, die ihr beschafft habt, und sie ist fertig. Mit meinem letzten Atemzug werde ich die Essenz meines Lebens in die Statue hauchen und ein neuer Wächter wird geboren werden. Seid nicht traurig. Der Kreislauf ist klar. Weder beginnt, noch endet er mit mir. Okay, das wusste ich auch noch mal. Das ist interessant. Eines Tages müsst auch ihr vielleicht all das verteidigen, was euch am Herzen liegt. Wenn dieser Tag kommt, erinnert euch an all das Licht und die Wunder dieser Welt und kämpft. Interesting. Gut, das wusste ich wirklich doch nicht. Wir sterben zusammen. Alle Kreaturen Pandarias sind miteinander verbunden. Das heißt, immer wenn einer dieser quasi Götter stirbt, dann bauen die hier einen neuen und dann wird die Essenz quasi einfach ausgetauscht von denen, damit ein neuer kommt. Wir werden uns schon bald wiedersehen. Dann auf zur guten Ältesten. Wir werden runterspringen, genau. Können das hier gleich wieder abgeben. Herzlichst willkommen. Und dann haben wir das hier auch fertig. So, habe ich jetzt was? Okay, das haben wir abgeschlossen. Jetzt werde ich hier weitergeleitet und zwar geht es jetzt auf zurück zum Flotschhügel. Das hat es mir jetzt gerade einfach alleine in den Questlog geboxt, wie es aussieht. Wir haben hier irgendwo einen Flugpunkt, irgendwo da unten, wenn ich mich nicht mehr täusche. Der wird nämlich sogar angezeigt auf der Karte. Ich bin gerade wirklich zu faul, einfach da vorne beim Ausgang rauszureiten. Deswegen suche ich hier gerade irgendeinen anderen Weg. Da vorne, das glaube ich ist der Flugpunkt, genau. Dann können wir zum Flotschhügel zurückfliegen. Und dann. Willkommen. Dann kommt das vielleicht. Ich brauche eine Fluggelegenheit zum Flotschhügel, das heißt, wir fliegen jetzt einfach mal zurück. Und dann geht es weiter beim guten General Nasgrim. Und ja, diese Jade-Statue ist also dann quasi, oder würde quasi die nächste. Wie heißt die? Yulai? Yulon, genau. Yulon sein. Das heißt, jedes Mal. Wenn einer dieser Drachen zu alt wird oder einer dieser Götter zu alt wird, dann bauen die Bandaren hier über tausende Jahre wahrscheinlich einfach so eine dieser neuen Statuen aus Jade. Und da wird dann einfach die Essenz ausgetauscht und dann kommt ein neuer, wie sie uns gerade erzählt hat. Gut, dass wir das jetzt auch wissen, das wusste ich nämlich noch nicht. Wie funktioniert das dann mit den anderen Göttern in Pandaria, die es noch gibt, wie heißen die anderen? Chi-Chi und Chi-Chi war der Feuervogel. Dann hatten wir noch den guten Ochsen. Wie hieß der nochmal? Ich weiß den Ochsennamen nicht mehr. Mir fällt auch der Name vom Tiger gerade nicht mehr ein. Xu irgendwas? Xufu? Nee, ich weiß es nicht mehr. Mir fällt der Name gerade wirklich nicht mehr ein. Das regt mich gerade ein bisschen auf. Irgendwas mit Ochsenstatue von bla bla bla. Ich erinnere mich immer an die Mönchsfähigkeiten, weil die sind ja meistens danach benannt. Deswegen wundert es mich gerade, dass ich das nicht weiß. Warte mal, wir können einfach hier bei Wildtierführer... Turnier. Nee. Erhabenen. Xufu. Niu Zhao, Yulon und Xuan. Genau so hießen die. Das es mir halt einfällt. Genau, dann können wir das Gute hier wieder abgeben. Und dann genügend Motivation. Motiviert 10 volle Hosen. Und dann eine Messung unseres Fortschritts. Können wir natürlich auch machen. Was mach ich mit dem Wasser? Ach, ich motiviere diese Hosen durch das Wasser. Ach, ich werf das auf die. Ungültiges Ziel. Ach, auf die Faulen. Jetzt wird mir einiges klar. Dann würde ich fast sagen, dass wir das als erstes machen. Wir wecken natürlich hier zuerst die Affen auf, die hier einfach nur am Rumhängen sind. Dieser Wortwitz, weil er gerade am Seil und so. Egal. Dann haben wir den hier, der liegt hier noch rum. Dann haben wir drüben noch einen, der ist gerade am Pennen. Da schläft noch ein. Die pennen halt einfach alle, Alter. What the fuck ist diese Motivation hier? Jeder am Schlafen. Hier hängt wieder einer rum.
Dann haben wir hier nochmal einen. Drei brauchen wir noch und dann müssen wir was anderes noch machen. Achso, die Berichte müssen wir auch noch einholen. Ach, deswegen hätte ich gerade mit den Goblin reden müssen. Ich dachte, ich muss hier schon irgendwie losfliegen oder sonst irgendwas machen. So, die Hosen werden motiviert, schätze ich mal. Ich weiß nicht, ob das jetzt so motiviert, wenn ich einen Kübel Wasser ins Gesicht bekomme, aber anscheinend schon. Dann können wir hier davon nie die Kuppelblob, können wir hier die seinen Fortschrittsbericht erhalten. Dann da vorne, glaube ich, steht der gute General, oder? Warte, wo ist er denn? Hier vorne? Ah ne, das ist unsere gute mit der... Frische Leichname mitgebracht? Mit ohne Kiefer. Und dann haben wir hier, genau, hier ist noch Shokia. Hier ich eigentlich vorher gemeint. Ne, Blödsinn, vorher hatte ich eigentlich den männlichen Ork gemeint, aber ich glaube, der ist gar nicht mehr hier, oder? Rico ist noch hier. Rico ist da unten, genau. Der fehlt ja auch noch. Der gute Rico und seine Streitmacht da unten. Schildkrötenstreitmacht, oder was macht der da unten? Hier ist alles... Ah ne, okay, ich wollte gerade sagen, das sieht aus nach Scheiße, aber... Ist, glaube ich, doch was anderes. Rico kann quatschen, hier ein Nappel. Ricos Bericht haben wir auch. Dann können wir das Ganze wieder zurück zu General Nassgrim treiben. Oder tragen, besser gesagt. Treiben. Warum treiben? Wir können das Ganze abgeben. Und ich glaube, dass wir jetzt die Vorbereitungen treffen für das, was an der Statue geschieht. Wo ist er denn? Da vorne steht er, glaube ich. Hinter der komischen Arena. Die züchten hier, glaube ich, Tiger oder so. Oder fangen die Tiger. Ich glaube, die fangen die. Ich glaube nicht, dass sie die züchten. Die Spitze können wir das hier abgeben? Dann haben die hier schon ihre Kriegspläne am Boden ausgerichtet. Egal, was kommt, wir kämpfen weiter. Und dann haben wir hier schon den Lernsucher. Genau, dann können wir das hier annehmen. Benutzt Joes Erbstück bei Joes Familienschrein beim Schlangenblick. Okay, dann können wir hier mit Mishi reden. Mishi sieht man sogar noch öfter mal, wenn ich mich nicht irre. Denn... damals war die dazu da, als es in Pandaria noch nicht zum Fliegen war oder manche konnten es sich nicht leisten oder was auch immer, stand die zum Beispiel im Tal der vier Winde, nein, Tal der ewigen Blüten. Da konnte man nämlich auf dieses Lernsucherplateau einfach hochfliegen. Da hat man immer wieder diese Schlange irgendwo gesehen, die waren in mehreren Spots zu finden. Konnte man einfach anreden und dann konnte man mit der hochfliegen und dementsprechend hat man sich natürlich ein bisschen Zeit gespart. Mich wundert es halt, warum diese Schlangen immer so klein angezeigt werden und kaum klickst du die an, dann ist das halt einfach so eine... komplett ausgewachsene Jadeschlange. Ist ein bisschen verwirrend. Erbstück am Schrein der Familie platziert. Ich glaube, dass es jetzt passiert. Bitte. Was ist nochmal so ein Schrein? Der Schrein ist hier drüben. Ich glaube echt, dass es hier passiert. Das würde jetzt nämlich gerade perfekt passen. Schauen wir einfach mal. Wir sollten, glaube ich, hier oben landen, oder? Kriegen wir hier gleich eine Quest? The Seal is broken. Okay. Ich glaube, wir landen hier, oder? Ja, genau. Ach, der ist schon wieder vor uns da. Ach so, Mann. Dann können wir das hier einfach vor seinem Schrein benutzen. Und bitte fängt das jetzt an. Ja! Jetzt haben wir es. Eine Nachricht verborgen sein. Welches Schicksal hat der Kaiser vorhergesehen? Thank you.
Oh, denn wenn man natürlich seinem Hass in Pandaria freien Lauf lässt, dann passiert natürlich genau das. Dann kommen die Schar, denn die werden ja von diesem Hass quasi genährt. Und ja, jetzt lassen wir es genau an der Stelle gut sein. Das war perfektes Timing gerade mit diesem Video. Ich hoffe auf jeden Fall, dass es euch gefallen hat. Wenn ja, dann ein Däumchen nach oben. Also mein Video, nicht das Video ingame. Mein Video. Ansonsten, wenn ihr noch Fragen habt, wie immer, habt damit unten in die Kommentare. Vergesst auch nicht mehr auf meinen Social Media Networks zu folgen. Alle Links wie immer unten in der Videobeschreibung. Und dann sehen wir uns hoffentlich immer im nächsten Video oder im Livestream. Bis dahin, haut rein. Ciao.